kommen jetzt entsprechend der Festlegung zur Tagesordnung, zum Tagesordnungspunkt 23, Nanozentrum. Und ich würde Herrn Kollegen Vorjohann zunächst bitten, eine kurze inhaltliche und formelle Einführung der Vorlage zu erledigen. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Zweiter Bürgermeister, meine Damen und Herren, die Vorlage setzt hier den Weg fort, den wir vor einiger Zeit schon beschritten haben. Sie wissen, dass wir vor gut einem Jahr eine Vorlage hatten, wo wir das Gesellschafterdarlehen umgewandelt haben in Eigenkapital, um das Unternehmen bilanziell zu stabilisieren. Und wir haben bereits zu dem damaligen Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass wir das Unternehmen noch einmal sicherlich neu strukturieren müssen. Und Sie haben uns auch zu entsprechend beauftragt. Diese Dinge sind in Vorbereitung. Und der Plan ist, dass wir hierzu nach der Sommerpause mit der entsprechenden Vorlage kommen. Sie sehen ja in dieser Vorlage, dass die Beratungsunternehmen, die wir da gebunden haben, einerseits so ein bisschen Rückschau zu machen, aber vor allen Dingen auch, um die Perspektive nach vorne zu entwickeln, arbeiten. Ein entsprechender Zwischenbericht liegt dieser Vorlage ja bei. Und hier geht es zunächst mal heute darum, dass wir diesen Weg weiter beschreiten können und zu Ende gehen können, damit wir Ihnen dann nach der Sommerpause ein Gesamtkonzept in der vollständigen Fassung auch auf den Tisch legen können. Es geht darum, dass wir nochmal um 336.000 Euro an dieser Stelle bitten. In der Anlage 1 ist beschrieben, wofür das ist. Es geht nochmal um einige bauliche Dinge, die dort realisiert werden sollen, kurzfristig realisiert werden sollen. Es geht aber auch vor allen Dingen darum, dass wir gerade zur Vorbereitung der endgültigen Beschlussfassung dann nach der Sommerpause entsprechende planerische Vorläufe auch finanzieren können. Und ein Teil natürlich dessen, was hier in der Vorlage enthalten ist, ist auch ein Liquiditätsrisikopuffer, weil man natürlich immer noch ein bisschen Handbreit unter dem Kiel eines solchen Schiffes an Liquidität haben möchte. Ist die Frage gestellt worden, was es bedeutet, wenn man hier und heute nicht zu einer Entscheidung kommt. Das will ich kurz vortragen. Wir haben hierzu natürlich noch mal den Geschäftsführer befragt. Vom Grundsatz her ist es natürlich so, dass wenn wir diese Liquidität nicht einsetzen können, ist genau das, wofür wir ja von Ihnen beauftragt sind, nämlich eine dauerhafte Lösung hier zu entwickeln. Genau das, dafür brauchen wir auch Geld und genau das können wir dann nicht machen. Also mit anderen Worten, die Vorlage, auf die Sie alle so sehnlich warten, wird dann entsprechend noch weiter nach hinten geschoben. So, das bedeutet, dass auch zwischendrin natürlich alles, was beauftragt ist, im Moment dann nicht ausgeführt werden kann. Wir haben natürlich, oder ein Geschäftsführer muss natürlich immer darauf achten, dass sein Gebäude auch in einem vermietbaren Zustand ist. Auch das steht in der Vorlage ja drin, dass da einiges gemacht werden soll. Was definitiv nicht droht, ist eine Insolvenz, muss ich auch klar sagen, wegen Zahlungsunfähigkeit. Aber das Schiff, was hier in einem schwierigen Fahrwasser ist, kriegen wir natürlich entsprechend später aus selbigen heraus. Und insofern hätten wir natürlich als Verwaltung großes Interesse daran, dass diese Vorlage, die hier heute auf dem Tisch liegt, auch beschlossen wird, mit welchen Zusätzen auch immer. Ich habe ja gesehen, da ist schon ein Erweiterungsantrag oder ein Ergänzungsantrag auf dem Tisch des Hauses. Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zunächst den Ergänzungsantrag einbringen. Würden Sie im Rahmen der Debatte machen. Dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Turnusgemäß beginnt die CDU-Fraktion. Herr Kaden. In leicht veränderter Form. Bitte sehr. In modifizierter Form, ja. Sehr geehrter Herr Zweiter Bürgermeister, das Thema begleitet uns ja nun schon eine ganze Weile. Die Mikro- und Nanoelektronik ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in der Landeshauptstadt Dresden. Mehr oder weniger hängen 50.000 Arbeitsplätze in dieser Stadt direkt oder indirekt von dieser Branche ab. Wir haben uns deshalb im Jahr 2007 aus gutem Grund
haben wir entschieden, dass es dafür auch ein Forschungs- und Technologiezentrum geben soll für die Förderung von Ausgründung von Start-ups. Und das war richtig so. Dieses Zentrum ist nach wie vor nicht in dem Fahrwasser, wie auch gerade erwähnt wurde, in dem wir es haben wollen. Ich denke aber trotzdem, dass es eine falsche Entscheidung wäre, dieses Zentrum nicht weiter zu befördern oder sogar zu schließen. Es ist wichtig, insbesondere für so eine schnelllebige Branche wie die Mikro-Nano-Elektronik es ist, dass die neuesten Entwicklungen in der Nähe der beteiligten Firmen passieren und stattfinden, um sie auch möglichst zeitnah und möglichst gut in die Praxis überführen zu können, beziehungsweise die entsprechenden Kontakte dort auch zu haben. Es spricht natürlich für sich, dass diese Gesellschaft in der Zwischenzeit ihren vierten Geschäftsführer hat. Ich persönlich und auch meine Fraktionskollegen von der CDU haben aber in den neuen Geschäftsführer etwas mehr Vertrauen, als man vielleicht zu den vorhergehenden haben konnte oder sollte. Herr Ritschel ist ein leistungsfähiger, motivierter und fähiger Mitarbeiter aus dem Bereich Wirtschaftsförderung des Rathauses und nach meiner Wahrnehmung macht er die Aufgabe bis jetzt ganz gut. Wir hatten auch im Wirtschaftsausschuss die Vorstellung eines Gutachtens eines Wirtschaftsprüfungsinstitutes, die sehr ausführlich vorgetragen haben und dem Zentrum zumindest mittel- und langfristig auch eine gute wirtschaftliche Perspektive eingeräumt haben. Ergebnis war auch, dass von Anfang an strukturell dieses Zentrum unterfinanziert war. Nun kann man darüber streiten, inwieweit das mit den nicht eingeworbenen, nicht erhaltenen Fördermitteln in dem Bereich natürlich auch zusammenhängt. Vielleicht waren da von Anfang an die Erwartungen auch ein bisschen hoch. Nichtsdestotrotz sollten wir das Zentrum jetzt unterstützen, sollten ihm diese Finanzierung nicht verwehren. Es ist ein Kredit und zumindest, wenn man den Ausführungen der Wirtschaftsprüfer halbwegs Glauben schenkt und auch das Vertrauen in den derzeitigen Geschäftsführer aufrechterhält, sind wir der Meinung, dass das Schiff in das richtige Fahrwasser kommen kann. Das wird sicherlich auch noch eine Weile dauern. Und zum Ergänzungsantrag würde ich mich dann noch mal äußern, wenn er eingebracht ist. Vielen Dank, Herr Flemming. Als nächstes Herr Schulbach und danach Herr Blümel. Sie auch. Herr zweiter Bürgermeister, meine Damen und Herren, die desolate Lage des Nanozentrums wirft einige Fragen auf. Und wir sind davon ausgegangen, in den Akten der Stadtverwaltung Antworten auf diese Fragen zu finden. Und was mussten wir feststellen? Das, was wir vorgefunden haben, stellt nicht nur keine ordnungsgemäße Aktenführung dar, das war vielmehr ein riesengroßes Durcheinander. Das beginnt bei losen Zetteln ohne jegliche Zuordnung, geht über fehlende Inhaltsverzeichnisse bis hin zu dem Umstand, dass wichtige Besprechungen nicht protokolliert worden sind. Bestenfalls gab es rudimentäre handschriftliche Notizen auf einer Art Schmierpapier. Kurzum, meine Damen und Herren, die Akten, die von der Stadtverwaltung hier geführt worden sind, befanden sich in einem Zustand wie bei Hilberts unterm Sofa. Was konnten wir der Aktenlage entnehmen? Zum Beispiel, Finanzbürgermeister Vorjohann hatte schon im Jahr 2013 Wirtschaftsbürgermeister Hilbert aufgefordert zu handeln, weil bereits zu diesem Zeitpunkt eine drohende Zahlungsunfähigkeit im Jahr 2014 erkennbar war. Die dann folgende Bearbeitung dieser Problematik ist mit äußerst schleppend höflich umschrieben. Weiter wurde der Auftrag der Oberbürgermeisterin
erteilt im Juli 2014, Wirtschaftsprüfer mit einer Finanzierungskonzeption zu beauftragen, ohne ersichtlichen Grund und trotz der gegebenen Dringlichkeit, erst im Februar 2015 umgesetzt. Auch der Auftrag, die Finanzlage des Nanozentrums durch das Rechnungsprüfungsamt untersuchen zu lassen, wurde durch den zuständigen Bürgermeister Hilbert hintertrieben und fand bis heute nicht statt. Wie stellt sich nun heute die Lage des Nanozentrums dar? Ich zitiere aus dem uns inzwischen ausgereichten Zwischenbericht, Zitat: Aktuell lässt sich auch ohne tiefere Betrachtung der Datenlage, in Kenntnis der abgeschlossenen Mietverträge und unter Berücksichtigung des Zustandes der Häuser 5 und 7 feststellen, dass ein ordentlicher Wirtschaftsbetrieb mit den beiden Häusern aufgrund der hohen Risiken aus unterlassenen Instandsetzungsmaßnahmen nicht darstellbar sein wird. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das ist das Ergebnis der langjährigen Arbeit des Wirtschaftsbürgermeisters und ein derartiges Ergebnis rechtfertigt keine Beförderung. Nein, das verlangt nach Konsequenzen. Wir haben deshalb einen Ergänzungsantrag vorgelegt, der 5 Punkte beinhaltet. Der erste Punkt enthält eine Missbilligung des Stadtrates für die von dem Wirtschaftsbürgermeister beim Projekt Nanozentrum erbrachten Leistungen und der damit verbundenen Verschwendung öffentlicher Finanzmittel. Wir haben es hier mit Missmanagement zu tun und ich glaube, das Hauptorgan der Landeshauptstadt Dresden, nämlich der Stadtrat, muss das auch mal eindeutig feststellen. Weiterhin wollen wir natürlich schauen, wir müssen uns mit der Situation auseinandersetzen. Eine Missbilligung stellt zwar fest, löst aber natürlich das Problem noch nicht. Deshalb fordern wir von der Stadtverwaltung ein, dass bis zum Ende des Monats August dem Stadtrat ein Sanierungskonzept vorgelegt wird, auf dessen Grundlage wir dann entscheiden können, ob und wie es gegebenenfalls weitergehen soll. Und drittens wollen wir stärker kontrollieren. Das ist offensichtlich erforderlich, dass hier die Stadtverwaltung einer systematischen und kontinuierlichen Kontrolle unterzogen wird. Und deshalb wollen wir die Verwaltungsspitze beauftragen, unaufgefordert und unverzüglich die jeweiligen Quartalsberichte über das Nanozentrum den Ausschüssen für Wirtschaftsförderung sowie für Finanzen und Liegenschaften vorzulegen. Meine Damen und Herren, ich habe es bereits in der vergangenen Sitzung des Stadtrates angekündigt. Es gibt hier erheblichen Aufklärungsbedarf. Und wir kommen dieser Aufgabe nach als Mehrheit des Stadtrates. Wir klären hier auf und wir werden auch schauen, wer trägt die Verantwortung für das eingetretene Desaster und werden dann entsprechend die erforderlichen Konsequenzen zu ziehen haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe der Aktivität in der Grünen Fraktion entnommen, dass zwar noch niemand gemeldet war, aber natürlich von der Reihenfolge nach der Fraktion Die Linke die Grünen dran werden. Bitte sehr, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sittel, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, werte Gäste im Saal. Dresden weist europaweit eine einmalige Dichte an Universitäten, Forschungseinrichtungen und Instituten auf. Neben der TU und HTW Dresden sind alle außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit einem Standort in Dresden vertreten. Die enge Verzahnung zwischen Forschung, Entwicklung und Industrie bringt seit Jahren immer wieder neue Spitzenprodukte aus Dresden hervor. Vor diesem Hintergrund sollte sich ein Existenzgründer- und Technologiezentrum wie ein Selbstläufer entwickeln, zumal unsere Stadt hier nicht am Anfang steht, sondern auf eine 50-jährige Geschichte in den Forschungsfeldern Mikroelektronik und Nanotechnologie zurückblicken kann. Was sind also die Ursachen dafür, dass die von der Stadt vor 8 Jahren gegründete Nanoelektronikzentrum GmbH weit entfernt ist, ein florierender und sich selbst tragender Raumanbieter für Spitzentechnologieunternehmen zu sein? 4 Häuser, insgesamt rund 15.000 Quadratmeter Bruttomietfläche. In einem weitestgehend unsanierten Zustand
zu entwickeln, ist eine sehr ambitionierte Aufgabe. Ganz offensichtlich sollten hier ganz große Träume verwirklicht werden des Wirtschaftsbürgermeisters. Dass hier vollkommen überdimensioniert in das Projekt eingestiegen wurde, hat offensichtlich auch das damalige Wirtschaftsministerium von Herrn Jurg geführt gesehen. Bei fehlender Gesamtfinanzierung und ohne tatsächlichen Bedarfsnachweis musste der Erstantrag von 2008 vom Ministerium zurückgewiesen werden. Anstatt eine realistische Einschätzung der Marktlage vorzunehmen und das Projekt entsprechend auszurichten, vermied man es weiterhin, betriebswirtschaftliche Grundlagen für die Unternehmensführung zu schaffen. Durch die lange Verzögerung der Fördermittelbeantragung, den dadurch verzögerten Baubeginn und der bis zum heutigen Tage nicht abgeschlossene Sanierung legte die NanoZ GmbH einen klassischen Fehlstart hin. Nachdem die durch die Stadt eingelegten Eigenmittel durch laufende Betriebskosten aufgebraucht waren, rettete 2010 nur die ausgezahlten Fördermittel das Unternehmen vor der Pleite. Saniert und vermietet war zu diesem Zeitpunkt kein einziger Quadratmeter. Eine Insolvenz also, bevor das Unternehmen seine eigentlichen Unternehmensaufgaben begonnen hat. Das wollte man dann selbst Herrn Hilbert ersparen, so bewilligte 2010 das FDP-geführte Wirtschaftsministerium widerwillig diese Förderung. Die Bauphase war geprägt von ständigen Auseinandersetzungen mit dem Planungsbüro. Die Eröffnung erfolgte erst 2013, 5 Jahre nach Gründung und mit einem unvollständigen Sanierungsstand. Die erzielten Mieten, das wurde auch schon ausgeführt, decken nicht annähernd die anfallenden Kosten. Die durch die Stadt eingebrachten Gesellschafteranteile werden sich auch nicht in absehbarer Zeit refinanzieren. Wir könnten uns hier noch weiterhin in Details verlieren, denn Fazit aus diesem Beispiel ist, trotz günstigster Voraussetzungen und Rahmenbedingungen konnte durch den Wirtschaftsbürgermeister keine tragfähige wirtschaftliche Betreibung der 4 Häuser bis zum heutigen Tag erreicht werden. Das Unternehmen ist weit davon entfernt, eine ordnungsgemäße Buchhaltung und einen nachvollziehbaren Einnahmen- und Ausgabennachweis zu erbringen. Dem Unternehmen fehlen weiterhin erhebliche Eigenmittel, um die eigentlichen Unternehmensaufgaben, die Bereitstellung und Vermietung von Räumen für Unternehmen aus dem Nanobereich, bereitzustellen. Die mangelhafte Unternehmensführung bringt weiterhin den Stadtrat in eine Zwangssituation, die eine ständige Bereitstellung weiterer Darlehen erfordert, um eine Insolvenz und eine bilanzielle Überschuldung des Unternehmens abzuwenden. Wie zu erfahren ist aus der Ausschusssitzung des Finanzausschusses, ist im Fall der Nichtzahlung entsteht für die Stadt als Gesellschaft ein Schaden von ca. 8 Millionen Euro, bestehend aus der Rückzahlung gewährter Kredite durch die Rückzahlung von gewährten Bürgschaftsdarlehens und die Rückzahlung von bereits erhaltenen Fördermitteln. Nicht eingerechnet sind hier weitergehende Schadensansprüche von Mietern. Die in das Unternehmen NanoZ GmbH Dresden zu investierenden weiteren Haushaltsmittel fehlen außerdem weiteren wirtschaftsführenden Maßnahmen, wie zum Beispiel der Schaffung von Gewerbeflächen in Gewerbegebieten. Unter diesen Bedingungen sehen wir uns gezwungen, die Kontrolle über diese Unternehmensentwicklung sehr viel stärker auszuüben. Erste Schritte dazu sind die Einrichtung des Aufsichtsrates, der mittlerweile seine Arbeit aufgenommen hat. Weiterhin binden wir diese Bereitstellung der Gesellschafterdarlehen an die schon vorgetragenen Punkte. Wir sind von der Zukunftsfähigkeit des Nanoelektronikzentrums und seiner Notwendigkeit überzeugt. Allerdings sehen wir eine Weiterführung nur unter einer Anpassung an den tatsächlichen Bedarf gewährleistet. Herr Hilbert hat 8 Jahre Zeit gehabt, seine Kompetenz unter Beweis zu stellen. Es ist ihm ganz offensichtlich nicht gelungen. Die Folgen dafür trägt heute der Steuerzahler und der Stadtrat mit seiner Entscheidung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächster Redner Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Zweiter Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor reichlich 4 Wochen stand dieser Tagesordnungspunkt bereits auf der Tagesordnung des Stadtrates und der erste Bürgermeister hat auch Stellung genommen und dabei eine wesentliche Behauptung in den Raum gestellt,
dass all die Turbulenzen und Schwierigkeiten dieses Nanocenters darauf zurückzuführen seien, dass der Freistaat dieses Projekt 3 Jahre lang behindert hätte. Ich habe im Finanzausschuss dezidiert noch einmal diesen Fakt hinterfragt und habe heute nach 10 Tagen dann die schriftliche Antwort. Sie haben sie alle auf dem Tisch liegen. Einen bezeichnenden Satz möchte ich daraus vortragen. Da ging es um den 2. Fördermittelantrag, also den Antrag, der dann 2010 durch den Wirtschaftsminister Morlock bearbeitet worden ist. Und dazu heißt es an dieser Stelle, ein aktualisierter Fördermittelantrag wurde mit dem Datum vom 13.11.2008 bei der Landesdirektion Dresden eingereicht, allerdings nicht durch diese bearbeitet. Da zu dieser Zeit ein Fördermittelrückforderungsverfahren gegenüber dem Mutterunternehmen Technologiezentrum Dresden GmbH anhängig und aus Sicht der Landesdirektion Sachsen Zweifel an der ordnungsgemäßen Geschäftsführung bestanden. Dieser Geschäftsführer war gleichzeitig der erste Geschäftsführer der Nano. Das ist auch aus den Akten ersehbar, dass genau diese ordnungsgemäße Geschäftsführung auch im Nanozentrum nicht gegeben gewesen ist. Und aufgrund dessen hat auch folgerichtig der Wirtschaftsbürgermeister die Ablösung dieses Geschäftsführers selbst betrieben und dann auch durchgesetzt. Danach hat Herr Finger, den wir alle gut kennen, versucht, über 2 Jahre dieses Center doch noch zum Erfolg zu führen. Aus den Akten ist deutlich ersichtbar, dass er eine Gesellschaft in desolaten Zustand übernommen hatte. Da waren noch 15.000 Euro in der Kasse und 280.000 Euro offene Forderungen. Ihm ist es dann gelungen, einen beschließbaren und genehmigungsfähigen Fördermittelantrag zu stellen, was in der Folge dann dazu geführt hat, dass tatsächlich auch überhaupt dort etwas unternommen werden konnte. Er hat dann aber 2011 relativ schnell auch darum gebeten, von der Verantwortung entbunden zu werden, weil er andere Aufgaben bei der Messe übernommen hat und beim Konzert- und Kongresscenter. In der Summe kann man feststellen, ab 2010 gab es Geld. Das Geld ist über 3 Jahre dann wieder ausgegeben worden. Und zu dem Ergebnis hat Herr Hilbert selbst am 7. Juli vor einem Jahr in einer Beratung bei der Oberbürgermeisterin ausgeführt. Der dann eingesetzte 3. Geschäftsführer hat nicht ordnungsgemäß gearbeitet. Er hat Aufträge ausgelöst, obwohl die Gesellschaft nicht liquide war. Und in der Folge dessen ist auch dieser Geschäftsführer wiederum abgelöst worden. Wir haben nicht nur den Rückblick auf die Ursachen gemacht bei der Akteneinsicht, sondern wir haben auch versucht zu klären, warum ist, nachdem vor einem Jahr der Finanzausschuss beschlossen hat, quasi wieder ein Jahr nichts passiert. Dieses Gespräch am Tisch der Oberbürgermeisterin hat interessante Erkenntnisse gebracht. Die Vorlage vor einem Jahr ist an allen Gremien der Stadtverwaltung vorbei von Herrn Hilbert auf den Weg gebracht worden. Es wurde nicht beteiligt, wie das üblich ist, das Rechtsamt, das Rechnungsprüfungsamt und auch nicht das Büro der Oberbürgermeisterin. Er wird gewusst haben, warum er das nicht tut. In der Folge ist das kritisiert und gerügt worden und gleichzeitig sind 2 wesentliche Aufträge erteilt worden an Herrn Hilbert. Zum einen endlich diese Vorlage zu machen zur Durchfinanzierung und zum zweiten eine Prüfung zu veranlassen, was die Ursachen für diese Schieflage sind. Beides hat er bis heute nicht gemacht. Er hat vielmehr die Gelegenheit genutzt, als er in das Amt des ersten Bürgermeisters gekommen ist, beziehungsweise die Amtsgeschäfte der Oberbürgermeisterin übernommen hat, die Verantwortung wegzuschieben Richtung Geschäftsbereich 2, Herrn Vorjohann. Der hat im Februar dann diese Prüfung beauftragt. Bis dahin hat Herr Hilbert nichts unternommen. Er hat aber noch mehr getan. Er hat im Dezember ganz offen und bewusst den Stadtrat getäuscht. Es gab am Anfang Dezember eine Gesellschafterversammlung. Bei dieser Gesellschafterversammlung war klar, dass der Wirtschaftsplan, der aufgestellt war und der auch bis heute veröffentlicht ist bei der Stadt, den wir am 11. Dezember mit dem Haushalt mitbeschlossen haben, dass der Wirtschaftsplan nicht aufgeht und dass die Gesellschaft erneut in 2015 in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen wird. Anstatt das Richtige zu tun, das Normale, das Vernünftige, den Stadtrat darüber zu informieren, wurde das verschwiegen. Wir haben den falschen Wirtschaftsplan beschlossen. Und trotzdem hat Herr Hilbert nichts unternommen. Am 30.12. hat es eine Besprechung gegeben,
wo er beauftragt wurde, bis zum 16.04. dem Stadtrat diese Vorlage zur endgültigen Durchfinanzierung vorzulegen. Auch das hat er nicht gemacht. Stattdessen, Herr wie gesagt, Blümelt, würden weggeschoben, Sie dann bitte zum Schluss kommen? Die Verantwortung an den Geschäftsbereich 2. Alles in allem kann man feststellen, es ist ein Projekt, was sinnvoll ist, was sicherlich seine Berechtigung hat, aber gut gemeint heißt eben nicht gut gemacht und die Verantwortlichkeit ist klar und eindeutig zuzuweisen. Das ist der verantwortliche Bürgermeister, Herr Hilbert. In der Reihenfolge der Fraktionen wäre die AfD-Fraktion verzichtet, dann die FDP-Freie Bürgerfraktion, Herr Dr. Gebel. Sehr geehrter Herr Zweiter Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Presse der letzten Tage hat eigentlich ganz gut gezeigt, dass wir hier in Dresden mit der Nanoelektronik eigentlich nicht alles falsch gemacht haben. Wenn man das heute so liest, was heute in der Presse stand oder die letzten Tage, haben gerade die Fraunhofer-Institute hier am Standort eine beachtliche Leistung erzielt und wir haben auch in den letzten Jahren viele Unternehmensgründungen in dem Bereich gehabt, bis hin zu erfolgreichen Unternehmensverkäufen. Denken Sie an Novalet. Als ein Erfolg von Unternehmen innerhalb von kurzer Zeit einen Unternehmenswert von im dreistelligen Millionenbereich erwirtschaftet. Die starke Forschung und auch die vielen Aktivitäten im Industriebereich haben eben dazu geführt, auch, dass wir in Dresden einen attraktiven Standort für junge Wissenschaftler haben, dass auch viele Wissenschaftler aus dem Ausland nach Dresden kommen und gerade eben auch am Standort oben an der Grenzstraße, wo sich ja die Fraunhofer-Institute da angesiedelt haben, haben wir eben auch eine hohe Internationalität von entsprechenden Wissenschaftlern vorliegen. Die Idee sozusagen auch als Stadt zu diesem Zeitpunkt damals, als das gegründet wurde, auch in diesem Bereich sich einzubringen, ist also richtig gewesen. Man muss natürlich sagen, und das ist auch in der letzten Sitzung ja schon angesprochen worden, was sind denn für Entwicklungen aber auch in diesen Jahren passiert, die eben keiner vorhersehen konnte. Wir hatten eine Qimonda-Insolvenz. Wissen Sie eigentlich, was dort passiert ist? Dort standen Fraunhofer-Institute, die bei Qimonda angesiedelt waren. Das Fraunhofer-Nanoelektronikzentrum dort war plötzlich ohne direkte Aufträge. Qimonda war weggefallen. Das heißt, sie hatten plötzlich Reinraumüberkapazitäten. Dann wissen Sie auch, was das bedeutet. Sie haben monatlich immense Kosten. Die haben dann plötzlich versucht, ihre Reinräume, die plötzlich leer waren, wo Platz da war, an andere zu vermieten. Und viele der Firmen, die vielleicht in unser neues Zentrum gekommen werden, haben eben die Möglichkeit genommen, auf ein Zentrum, auf Reinraumflächen, die da waren, einfach zuzugreifen. Es musste nicht erst gebaut werden. Wir hatten die Flächen. Ich kann selber davon reden, es war wirklich so. Wir haben auch einen weiteren Fall gehabt, was vielleicht auch nicht allen bekannt ist, bei den Fraunhofer-Instituten. Klar haben wir angestrebt, dass die Fraunhofer-Institute durch ihre Erweiterung auch in unsere Gebäude dort kommen. Aber 2013 hat Professor Leo als einer der Führer im Bereich der organischen Elektronik und der OLED-Technologie einen Ruf bekommen und ist dann ins Ausland gegangen. Damit hat das Zentrum für organische Elektronik plötzlich dann eine andere Entwicklung genommen. Es ist dann quasi gemeinsam mit dem Fraunhofer FEP zusammengegangen. Es sind Institutsstrukturen zusammengewachsen und wenn zwei Institute zusammengehen, ist völlig klar, da werden auch Personalstrukturen angepasst, da werden Raumstrukturen angepasst. Einige von den Kollegen, die früher an der Grenzstraße waren, die sitzen heute auf der Winterbergstraße, um einfach auch die Forschung effizient zu machen. Das sind Entwicklungen, die gelaufen sind und die natürlich auch dazu führen, dass dann Bedarfe, die vorher vielleicht da gewesen sind und auch positiv abgeschätzt wurden, einfach nicht mehr da waren. Und es wurde auch vom Herrn Blümel angesprochen, klar, die Situation der Geschäftsleitung war auch kompliziert. Es gab eben komplizierte Sachverhalte und einige der Geschäftsführer haben eben auch nicht ordnungsgemäß agiert. Das Problem ist halt immer, Geschäftsführer im öffentlichen Unternehmen ist halt leider nicht unter Haftung wie ein Geschäftsführer, der auch gleichzeitig Gesellschafter ist. Das ist aber ein Problem generell bei öffentlichen Einrichtungen. Die Problematik der Verzögerung der Fördermittel wurde auch schon hinreichend diskutiert. Und wenn wir eins sehen, was wir heute vorliegen haben, im Großen und Ganzen ist die Entscheidungsvorlage bis September wird erarbeitet, so steht es drin. Wir sollen heute die Zwischenfinanzierung beschließen, um das Ganze voranzubringen. Ohne diese Zwischenfinanzierung, wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie das sagen, dann müssen wir das Nanozentrum schließen. Wenn Sie keine Nanoelektronik in Dresden fördern wollen als Stadt, müssen Sie das so machen. Ich denke, wir haben mit dem neuen Geschäftsführer Herrn Ritschel, den ich persönlich sehr schätze und auch schon vor seiner Zeit als Geschäftsführer kennengelernt habe, einen geeigneten Mann gefunden und auch einen Mann, dem ich es zutraue, dass er die Aufgaben anpackt und eben dann auch gemeinsam mit dem mehr oder minder gut besetzten Aufsichtsrat die Aufgaben entsprechend lösen kann. Wir müssen eins sehen, es wurde vorhin angesprochen,
Klar sind Risiken da. Wirtschaft ist immer mit Risiken verbunden. Das ist so. Das können Sie natürlich nicht wissen, wenn Sie im öffentlichen Dienst arbeiten. Da kriegen Sie jeden Monat Ihr Gehalt und haben kein Risiko. Diese Risiken sind da. Diese Risiken müssen wir eingehen. Das ist völlig klar. Aber heute, wenn wir heute diese Zwischenfinanzierung beschließen, denke ich, blicken wir in die Zukunft. Und das ist auch was ich als Unternehmer gelernt habe. Man muss nach vorne schauen. Wir können heute hier noch stundenlang zurückschauen und uns gegenseitig die Taschen vollhauen. Klar müssen Probleme analysiert werden, müssen geklärt werden. Aber wenn wir hier nur nach hinten schauen, nicht nach vorne schauen, als Stadt nicht zeigen, dass wir als Stadt bereit sind, auch hier unseren Anteil zu bringen, Nanoelektronik zu fördern, für junge Wissenschaftler eine Perspektive zu bieten, für Ausgründung eine Perspektive zu bieten, dann machen wir hier einiges falsch. Wir wollen nichts falsch machen und werden heute entsprechend den Antrag der Verwaltung somit beschließen und als FDP-Fraktion natürlich uns bekennen, dass wir hier in Dresden Nanoelektronik haben wollen und das als Stadt auch fördern wollen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Gebel. Damit ist die Fraktionsrunde abgeschlossen. Ich habe dann bei den weiteren Rednern zurzeit Herrn Krien, Herrn Dr. Lames, Herrn Lichti und Herrn Engelmeier auf der Liste. Dann Herr Flemming nochmal. Herr Krien, bitte. Ja, meine Damen und Herren, Thema Nanoelektronik. Herr Blümel, Sie hatten ja zuletzt behauptet, das Informationsdefizit, das ich namhaft gemacht hatte, das sei nur eine Verschwörungstheorie. Und in Wahrheit wäre es seit Jahren aus den veröffentlichten Berichten zu ersehen, wie es um die in Rede stehende Firma stehen würde. Und wie um sich selber Lügen zu strafen, Herr Blümel, haben Sie 3 Tage später einen Antrag auf Akteneinsicht eingereicht und haben das auch noch großmäulig in Ihrer Zeitung verkünden lassen. Offenbar war es wohl doch nicht so, dass alles schon öffentlich war, denn Sie mussten ja erst noch mal eine Akteneinsicht nehmen. Und auch aus der Akteneinsicht haben Sie, wie ich jetzt eben gehört habe, nichts erkennen können. Ich mahne weiterhin an, es gibt ein strukturelles Defizit in unserer Gemeindeordnung, dass nämlich die ausgelagerten Eigenbetriebe die Beteiligungen nicht ausreichend kontrolliert werden können. Das ist ein Problem. Und man kann es also dann auch nicht kontrollieren, wenn man wie Herrn Schollbach sich bei Hilberts einlädt und dort guckt, was da unterm Sofa passiert. Das wird dieses Defizit nicht aufheben. Aber Herr Hilbert hat zu uns gesagt, der SPD-Wirtschaftsminister Jurg hat es nicht geschafft, den Förderantrag zu bearbeiten. Das klingt mir glaubhaft. Denn dieser Wirtschaftsminister von der SPD, von Ihrer Partei, Herr Dr. Lames, der hatte nämlich ganz anderes zu tun. Das war nämlich der Herr der Stoppkelle, der auf der Autobahn sich einer Amtsanmaßung schuldig machte und sich dann mit einem Strafverfahren rumzuschlagen Herr hatte. Herr Krien, kommen Klar, Sie noch wieder zum Thema zurück? Oder? Ja, natürlich komme ich zum Thema, denn er hatte sich damit zu beschäftigen und hatte dann keine Zeit mehr, den Förderantrag der Stadt zu bearbeiten. Also haben wir jetzt, Herr Dr. Lames hat letztes Mal gesagt, es gab einen Herrn der Eierschecke, wir haben einen Herrn der Eierschecke und wir haben einen Herrn der Stoppkelle. Und genau der war das. Und meine Damen und Herren, auf der linken Seite, wenn man eine Sache krampfhaft zur Tagesordnung, auf die Tagesordnung zieht, um Wahlkampf zu machen, denn um nichts anderes geht es ja hier, sind wir uns alle klar. Und wenn man ihren Ergänzungsantrag zieht, sieht man auch, das ist nur Wahlkampf. Dann sucht man sich doch bitte schön nicht einen Punkt raus, wo der, den Sie angreifen wollen, nur wirklich gut ist. Und wenn Sie ein Haar oder wenn Sie 10 Haare dort in der Suppe finden, aber eins können Sie doch bestimmt nicht sagen, dass Ihre Kandidatin dort irgendwo Ahnung hat. Die hat doch davon ganz bestimmt keine Ahnung. Nein, das Spezialgebiet des Wirtschaftsbürgermeisters für den Wahlkampf zu nehmen, also das ist eine schwache Sache. Wir sind nicht bereit, in der Hitze des Wahlkampfes irgendetwas abschließend zu beurteilen. Sicherlich muss man hier gucken, was ist wirklich gewesen. Auch wir werden die Akteneinsicht natürlich wahrnehmen und danach ein gründliches Bild machen. Heute werden wir erstmal der Zwischenfinanzierung zustimmen und Ihrem populistischen Ergänzungsantrag natürlich nicht. Danke. Als nächster Redner Herr Dr. Lames.
Herr Zweiter Bürgermeister, meine Damen und Herren, ehe sich das festsetzt, sehr wohl hat unter der Verantwortung von Thomas Jörg sich, haben sich die Behörden des Freistaates sehr intensiv mit den Dingen befasst. Sie haben den Fördermittelantrag, weil er nicht förderfähig war, abgelehnt. Das haben sie getan und dann hat die Stadt einen neuen auf den Weg gebracht, der war auch nicht förderfähig und der ist dann erst zum späteren Zeitpunkt in die Bewilligungsreife hineingekommen. Aber dass Sie, Herr Krien, auf die Legenden aufsitzen, die Herr Hilbert hier versucht hat zu verbreiten, das will ich Ihnen jetzt gar nicht zum Vorwurf machen, ausnahmsweise mal nicht. So, ich würde auch lieber eingehen auf diesen Einwand von Herrn Dr. Gebel, dass furchtbare Konkurrenz um die Rheinräume dort entstanden sei. Ich kann dazu nur sagen, in dem Zentrum ist kein Rheinraum. Es ist kein Rheinraum. Und es ist bis heute auch nicht in keinem Finanzierungskonzept vorgesehen, dass ein solcher Rheinraum gebaut werden kann. Das steht in der Vorlage so drin. Und insofern haben wir hier ein Nanozentrum ohne Rheinraum. Ja? Und das mag vielleicht auch zu den Problemen führen, mit denen wir zu tun haben. Das Problem, vor dem wir jetzt als Stadtrat stehen, das ist, dass wir aus der Kanne einen kräftigen Schluck nehmen sollen und in ein Fass gießen. Und wir wissen nicht, wo der Boden des Fasses ist. Niemand kann uns das heute sagen. Diese Situation war uns vor einem Jahr schon klar, dass wir den Boden suchen müssen. Und wir haben die Verwaltung beauftragt, das zu tun. Und das Ergebnis der Arbeit von Herrn Hilbert ist, dass wir bis heute nicht wissen, wo der Boden ist, sondern weiter warten, weiter auf das Prinzip Hoffnung setzen, dass wir irgendwann den Boden des Fasses finden wollen. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, es gibt unkalkulierbare Folgen. Wenn wir heute sagen, wir machen das nicht mehr, die Folgen sind nämlich, dass wir eine Insolvenz, Herr Vorjohann, Sie haben es, glaube ich, zutreffend gesagt, eine Insolvenz um den Preis dann vermeiden müssten, dass wir die Fortentwicklung und Weiterentwicklung des Zentrums einstellen. Und das kann es ja auch nicht sein. Also insofern sind wir als Stadtrat in eine Lage hineinmanövriert, wo wir kaum anders können als zustimmen. Wobei auch das gesagt werden muss, es haben Rechtsamt und Büro der Oberbürgermeisterin intern empfohlen, nicht zuzustimmen dieser Vorlage, weil sie die Risiken eben anders werten. Und das Rechnungsprüfungsamt konnte sich zu einer Zustimmung nicht durchringen, sondern hat die Vorlage nur zur Kenntnis genommen. Ja? Gleichwohl, wir sind jetzt in der Verantwortung als Stadtrat und haben einen Vorschlag der Verwaltung vorliegen. Und wir tun gut daran, hier jetzt nicht mit der Blutgrätsche das Verfahren zu beenden, sondern darauf zu setzen, dass die Grundlagen jetzt endlich erarbeitet werden. Ich habe meine Rede in der letzten Stadtratssitzung mit einem Zitat beschlossen. Ich möchte jetzt auch ein Zitat bringen, weil das, glaube ich, die Handlungs- und Vorgehensweise auch gerade des zuständigen Bürgermeisters Hilbert hier wunderbar zum Ausdruck bringt. Das ist die Auseinandersetzung mit dem aktuell bestehenden Wirtschaftsplan, der jetzt auf den Weg gebracht werden soll. In der Auseinandersetzung mit dieser Wirtschaftsplanung, die noch nicht beschlossen ist, aber vielleicht mal beschlossen werden wird, haben die Mitarbeiter von Herrn Vorjohann Folgendes festgehalten. Im Übrigen besteht die Strategie derzeit aus einer Taktik des wirtschaftlichen und baulichen Überlebens, wodurch die personellen Ressourcen weitgehend im operativen Geschäft gebunden sind. Glanzvolle Zukunftsperspektiven, die uns hier aufgemacht werden. Ich hoffe, dass mit externer Hilfe das Problem wird gelöst werden können und eine positive Prognose für das Nanozentrum und damit auch den kommunalen Beitrag zur so wichtigen Nanotechnik in Dresden gezeichnet werden kann. Ich danke Ihnen. Als nächster Redner ist Herr Lichti und danach Herr Engemeier. Sehr geehrter Herr Zweiter Bürgermeister, es ist aufschlussreich,
dass Herr Dr. Gebel von der FDP-FB-Fraktion hier, soweit ich es sehe, als einziger den Wirtschaftsbürgermeister verteidigt. Und zwar mit Flachheiten, Plattitüden und, sage ich mal, Einlassungen, Bemerkungen, die also nichts mit der Situation des Nanozentrums zu tun haben, sondern die sich sozusagen in allgemeine, in seinen Kreisen gängigen Vorurteilen beschränkt. Ich habe mich aber deshalb gemeldet, weil Sie vielleicht, wie ich auch, heute etwas öfters in der Straßenbahn gefahren sind und haben Sie dieses Straßenbahnfernsehen dort gesehen. Und da haben wir dann eine schöne Überschrift gehabt, Leistungszentrum Mikro- und Nanoelektronik eingeweiht. Dann kam, glaube ich, Herr Tillich und so weiter und der Herr von Fraunhofer. Wunderbar, wird alles berichtet und dann wird eingeblendet Herr Hilbert. Herr Hilbert freut sich, wie es seine Aufgabe ist, wie wir es alle tun, darüber, dass der Freistaat etwas eingerichtet hat. Und was mich aber dabei stutzig gemacht hat, und ich sage auch im Nachhinein, was mich dabei gestört hat, ist, dass im Grunde bei dem Bürger, bei der Bürgerin, die vielleicht unsere Debatten jetzt nicht so genau verfolgt, der Eindruck entstanden ist, naja, alles wunderbar, alles nur rot-grün-roter Wahlkampf, es ist alles wunderbar mit dem Nanozentrum, es geht alles wunderbar und es sind sogar Exzellenzmillionen zu erwarten. Und genau das, denke ich, sollte uns veranlassen, noch genauer hinzugucken. Was ist passiert? Der Freistaat Sachsen hat zusammen mit Fraunhofer ein Leistungszentrum Nano-Mikroelektronik gegründet, mit viel Geld ausgestattet und die Landeshauptstadt Dresden mit ihrem Nanozentrum war nicht dabei. Meine Damen und Herren, das ist eine ausgesprochene Misstrauenserklärung, dass der Freistaat hier etwas macht, ohne die Landeshauptstadt, die seit dem Jahre 2008 sich genau um dieses Themenfeld bemüht. Und das sollte uns wirklich zu denken geben. Es wäre doch das Normalste und Selbstverständlichste der Welt gewesen, dass der Herr Tillich, der Freistaat Sachsen, auf uns zukommt und sagt, können wir hier nicht zusammenarbeiten? Wenn der Freistaat dankenswerterweise schon was für den Standort Dresden tut, können wir was nicht zusammenarbeiten? Er hat es aber nicht getan. Wir wissen heute, warum er es nicht getan hat. Weil wir schlicht und ergreifend mit dem Nanozentrum Dresden unter Verantwortung des Wirtschaftsbürgermeisters Hilbert einfach kein satisfaktionsfähiger Partner des Freistaats sind. Und das ist doch eigentlich das Kernproblem. Und meine Damen und Herren, das Land hat uns dadurch in einer Art und Weise ins Abseits gestellt, als nicht satisfaktionsfähiger Partner im Grunde erklärt, was uns allen zu denken geben sollte und was uns auffordern sollte, das schnellstmöglich zu beheben. Und einer meiner Vorredner hat es schon gesagt, der Wirtschaftsbürgermeister, der wird es nicht schaffen, er hatte 8 Jahre lang Gelegenheit und ich hoffe, dass die neue Oberbürgermeisterin, dass es ihr gelingen wird, das beschädigte Verhältnis der Landeshauptstadt Dresden zum Freistaat Sachsen bei der Technologieförderung wieder zu beheben. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Engemeyer und danach Herr Flemming. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Stadträte, liebe Gäste. Bei dem Thema des Nanoelektronikzentrums und wenn man die Fördermittelanträge und auch die Darstellung des Unternehmens, wie es am Anfang geplant wird, liest, da denkt man, ja, das ist ein Piratenthema, das ist ein Thema, wo wir innovative Technologien, wo wir ein Inkubator, ein Gründerzentrum, eine Start-up-Förderung aufstellen, wo wir gezielt die Förderung von kleinen mittelständischen Unternehmen fördern können, die eben übergangsweise in dem Nanozentrum ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen können und nach einer befristeten Mietvertrag vielleicht selber ihre eigene Räumlichkeiten sich bauen können, sich sozusagen wirklich ausgründen können. Was auch immer. Die Realität sieht leider komplett anders aus. Wenn man in der Kritik am ersten Förderantrag nachliest, ich habe die Akteneinsicht auch 4 Stunden genommen und mich durch die Anträge gewühlt, da steht dort in der Kritik, dass was denn eigentlich sozusagen der Vorteil für die Nanoelektronik sei, wenn sie in diesem Zentrum ist. Da wurde im Fördermittelantrag ausgeführt, das ist die intensive Betreuung durch die Mitarbeiter des Nanoelektronikzentrums. Jetzt frage ich Sie, meine Damen und Herren, welche Mitarbeiter? Meinen Sie den halben Geschäftsführerposten oder meinen Sie den Hausmeister, der 2011 entlassen wurde? Die Mieten im Nanozentrum sind nämlich, und das ist auch aktenkundig und auch in den Vorlagen enthalten, sind nämlich eben gerade nicht so günstig, dass sie einen wirklichen Wettbewerbsvorteil
darstellen. Damit wird immer begründet, dass es eben keine Beihilfeproblematik in Richtung EU gäbe. Wir haben also einen teils veredelten Rohbau, in dem wir jetzt zum Teil auch noch förderschädliche Mieter hineinlassen mussten, damit das Unternehmen überhaupt noch in einer nicht völlig in die Schieflage gerät. Förderschädliche Mieter heißt, wir lassen dort Mieter rein, die unseren Wirtschaftsförderungszielen, die wir mit dem Nahen Elektronikzentrum verfolgen, eben nicht gerecht werden, die auch dafür sorgen, dass wir dem Freistaat Fördermittel noch zurückzahlen müssen. Ich muss auch leider jetzt noch einen weiteren Ergänzungsantrag stellen. Und zwar ist bei der Akteneinsicht, und das können Sie gerne in dem Zwischenbericht auf Seite 31 nachlesen, dort ist zu lesen, dass Rechtssicherheit zur Frage, ob es eine Beihilfe darstellt, dieses Darlehen jetzt dem Unternehmen zu geben, nicht rechtssicher beantwortet werden kann, sondern nur durch eine Notifizierung bei der EU-Kommission zu erreichen ist. Daher bitte ich, einen Beschlusspunkt 9 aufzunehmen mit dem folgenden Wortlaut: Die Maßnahme ist unverzüglich gegenüber der EU-Kommission anzuzeigen, um möglichen wettbewerbsrechtlichen Bedenken vorzubeugen. Ich kann es Ihnen auch gerne schriftlich geben. Man muss auch nicht lange nach Urteilen des EuGH suchen, um klar festzustellen, dass ein Darlehen eben auch eine Beihilfe darstellen kann. Dort geht es nämlich nicht nur um direkte Geldzuschüsse. Aber jetzt kommen wir ja eigentlich zum eigentlichen Punkt. Der Herr Fleming hat gerade angeführt, es ist doch nur ein Kredit. Es ist doch nur ein Kredit. Herr Vorjohann, vielleicht können Sie noch mal die Frage beantworten, ob für dieses Darlehen, das wir heute möglicherweise beschließen, auch gilt, dass die Landeshauptstadt Dresden einen Rangrücktritt eingeht. Das heißt, dass dieser Kredit oder die Rückzahlung dieses Kredites im Insolvenzfall erst dann stattfindet, wenn der Freistaat seine Fördermittel zurückgefordert hat und die Banken, die dem Nanozentrum Kredite gewährt haben, alle ihre offenen Forderungen bzw. 80% zurückerlangt haben. Sprich, dass erst wenn etwa 13 bis 15 Millionen aus dem Nanozentrum an die Gläubiger überwiesen wurden, die Landeshauptstadt Dresden Geld aus seinen Darlehen und Einlagen zurückbekommt. Und dann, Herr Fleming, stelle ich Ihnen nochmal die Frage, ist das nur ein Kredit? Ein weiteres Detail ist nämlich, dass die Tilgung und die Zinszahlung für diesen Kredit ausgesetzt ist, bis das Nanoelektronikzentrum möglicherweise ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Jetzt schauen Sie in das Zwischengutachten, wann das der Fall ist. Das ist vielleicht unter idealen Voraussetzungen, wenn alles super läuft, wir haben gesehen, wie es bisher läuft, in etwa 10 Jahren vielleicht der Fall. Da könnte ein geringer Betrag übrig sein. Ja, es sind auch noch andere Zinsen, die im Moment sich aufstauen. Und genau, meine Redezeit endet gleich. Das Problem ist tatsächlich, wir brauchen hier Perspektiven. Und die Perspektive kann eben nicht sein, das Haus 5 und 7 dem Fraunhofer Institut aufzuzwingen, sie dazu zu zwingen, diese Häuser zu kaufen. Die haben nämlich eben unter der Zusage, dort für geringe Mieten einzuziehen, diese Räumlichkeiten selbst saniert. Und es fördert eben gerade nicht die Fraunhofer Gemeinschaft, wenn wir sie jetzt dazu zwingen, das Haus uns abzukaufen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich würde, bevor Herr Fleming als nächster planmäßiger Redner kommt, die gestellte Frage eben an Herrn Vorjohann geben, damit wir in der Debatte möglichst keine offenen Fragen lassen. Herr Vorjohann, bitte. Ja, Herr Engelmeier, Sie wissen, glaube ich, nicht ganz, wovon Sie reden, um das mal vorwegzuschicken. Also, wenn das heißt Rangrücktritt, das bedeutet ja zunächst mal nur, also es bedeutet auf jeden Fall nicht, dass wir beim Freistaat erstmal Fördermittel zurückbezahlen müssen oder sonstige Darlehen zurückbezahlen müssen. Die Fördermittel des Freistaates sind ausgereicht, nicht zum Zwecke der Zurückzahlung, sondern um sie zweckgemäß einzusetzen. Das heißt, der Rangrücktritt bezieht sich nur darauf, dass man sich nicht vor die Bankdarlehen da setzen kann. Und insgesamt finde ich auch, sollten Sie alle miteinander die Kirche im Dorf lassen. Sie tun ja fast so, als wenn der Wirtschaftsstandort Dresden im Moment dabei ist, einen Tod zu sterben. Ich
will nur daran erinnern, dass die Gewerbegebiete, die wir alle haben, pickepacke voll sind und wir darum ringen, neue Gewerbegebiete auszuweisen. Ich will daran erinnern, dass die Gewerbehofgesellschaft und das Technologiezentrum wunderbar laufen und ich will auch daran erinnern, dass so etwas wie ein Nanozentrum oder auch allgemein Technologiezentrum etwas ist, wo man sozusagen unternehmerisch tätig ist, wo man in den Markt hineingeht und wo man gucken muss, ob es läuft oder ob es nicht läuft, dass es hier nicht ganz ideal läuft. Das wissen wir alle miteinander und wir müssen alle, glaube ich, verantwortlich versuchen, das Schiff in ein vernünftiges Fahrwasser hineinzubekommen. Aber der Standort Dresden, der ist doch super. Ich weiß gar nicht, was Sie haben. Als nächsten Redner Herrn Flemming und dann Herrn Dr. Gebel. Weil Sie mich angesprochen haben, Herr Engelmeier, also ich habe zumindest Erkenntnis genommen, dass von Ihrer Seite jetzt hier nur Destruktives und wenig Konstruktives kam. Und ich nehme halt zur Kenntnis, dass Sie dem Technologiezentrum diese Zwischenfinanzierung nicht geben wollen. Das ist Ihre freie Wahl, aber so habe ich Sie zumindest verstanden. Ich habe mich jetzt, wie vorhin angekündigt, nur noch mal gemeldet, um auf den Ergänzungsantrag einzugehen. Wir bitten also auf jeden Fall erstmal um punktweise Abstimmung. Und ich will sagen, wir werden also dem Punkt 4 definitiv nicht zustimmen. Herr Lichti, damit bin ich jetzt schon der Zweite, den Herrn Hilbert in Schutz nimmt. So, das ist aus unserer Sicht übelster Wahlkampf, dieser Punkt 4, den Sie hier drauf haben. Deshalb können wir dem auch nicht zustimmen. Und ich finde es schon bezeichnend und aus meiner Sicht sehr, sehr unfair, dass Sie diesen gesamten Tagesordnungspunkt 23 hier vorgezogen haben, um den über dem ersten Bürgermeister hier Kübel mit Schmutz auszukippen, ohne ihm wenigstens die Gelegenheit zu geben, dazu Stellung zu nehmen. Das ist bezeichnend für Ihren Wahlkampf. So. Und dann würden wir den anderen Punkten unsere Zustimmung geben, aber im Punkt 7 würden wir darum werben, dass wir das Datum verändern, denn wenn wie in der Vorlage der Stadtverwaltung angegeben bis zum 30. September oder bis zum Ende September dieses Konzept der Durchfinanzierung vorliegen soll, dann halten wir den 30.8. für ein bisschen kurz gesprungen, wenn wir das auf den 31. Oktober hinausschieben könnten, damit man danach wenigstens vernünftig in entsprechender Zeit dieses Sanierungskonzept dann ausarbeiten kann, dann könnten wir dem Punkt 7 auch zustimmen. Vielen Dank. Herr Dr. Gebel und danach Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Zweiter Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte noch kurz auf Dr. Lames eingehen. Mir ist das schon klar, Herr Lames, Mensch, wenn man im das Technologiezentrum, da baut man keine Reihenräume auf Vorrat. Das sind die Firmen, die dort reingehen, die sagen, was sie für einen Reihenraum brauchen. Es gibt verschiedene Reihenraumklassen, die müssen verschiedene Anforderungen haben. Erst wenn man dann einen Mieter hat, dann baut man den Reihenraum rein. Ist mir schon klar. Und was ich erwähnt hatte, war, dass viele Firmen, die sowas gebraucht haben, die sind eben an andere Stellen gegangen. Die Photovoltaikindustrie war zusammengebrochen. Die haben zum Teil auch Reihenräume gehabt, wo man was machen konnte. Und eben die Mikroelektronikindustrie war zu dem Zeitpunkt auch schwach. Es sind viele Firmen dorthin gegangen, deswegen war der Bedarf nicht da. Das Thema, was vorhin angesprochen wurde, zum Thema Kredit und Rangrücktritt. Na, das ist doch völlig klar, wenn ich als Gesellschafter ein Darlehen gebe, dass ich da einen Rangrücktritt mache. Mensch, und dass ich da, um Liquidität zu sichern, erstmal die Zahlung stunde, das ist auch völlig normal. Das macht man so als Gesellschafter. Also ich kenne es nicht anders. Das andere, was vorhin auch nochmal kam, wir haben ja den Änderungsantrag vorliegen. Zum Punkt 4 werde ich mich nicht äußern, das unterirdisch Punkt 5 und die weiteren Punkte. Wenn Sie aktuell in den Geschäftsgang schauen, werden Sie einen Antrag der FDP-Freien Bürgerfraktion finden. Da beantragen wir, dass der Stadtrat eben aufgrund der Tatsache, dass er einige Fraktionen leider nicht mehr in den Aufsichtsräten vertreten sind, regelmäßig über die Aktivitäten und über besondere Ereignisse oder eben auch Abschlüsse der Gesellschaften informiert wird. Insofern halten wir den Änderungsantrag, die Punkte dann für uns nicht unbedingt zwingend abstimmbar. Wenn Sie das wollen und das finden wir eine gute Sache, dann stimmen Sie doch gerne demnächst unserem Antrag, der im Geschäftsgang ist, zu. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Blümel. Lieber Herr Vorjahan,
Es wurde eine konkrete Frage durch den Kollegen Engemeyer gestellt, die Sie nicht beantwortet haben. Anstelle dessen haben Sie darüber gesprochen, dass der Wirtschaftsstandort Dresden toll ist. Das finden wir auch. Aber worum wir bitten, und das will ich hier an dieser Stelle dezidiert nochmal vortragen, ist eine Stellungnahme zu dem, was Ihnen das Rechtsamt der Stadt Dresden, das Rechnungsprüfungsamt und das Büro der Oberbürgermeisterin zu dieser Vorlage, die heute auf dem Tisch liegt, geschrieben haben. Die haben nämlich alle drei gesagt, das ist eine unzulässige Beihilfe nach EU-Recht. Und da würden wir jetzt gern eine öffentliche Antwort zu dieser Frage haben und nicht allgemeine Hinweise zum Wirtschaftsstandort Dresden. Dass der toll ist, sehen wir genauso. Ich hätte dann aber auch noch eine weitere Frage, die Sie bei dieser Gelegenheit beantworten können. Lieber Kollege Hofsammer, das Rechnungsprüfungsamt hat diese Vorlage nicht nur abgelehnt, sondern das Rechnungsprüfungsamt hat auch aufgefordert, den Stadtrat über die Ergebnisse der Prüfung vom 16. Dezember 2013 bereits zu informieren. Damals hat das Rechnungsprüfungsamt offensichtlich aus eigenem Anlass diese Nano geprüft. Der Stadtrat ist über die Ergebnisse dieser Prüfung meines Wissens nach bis heute nicht informiert worden. Und lieber Kollege Flemming, Wahlkampf hin oder her, ich glaube, es würde auch der CDU-Fraktion gut anstehen, wenn Sie jemanden, den Sie öffentlich Vertrauen schenken, auch mal unter die Tischdecke gucken, wenn Sie sich die Akten auch mal ansehen würden und dann mal dort nachlesen würden, was da aufgeschrieben steht. Und da steht eben nicht nur, der Wirtschaftsstandort ist toll, sondern da steht eben aus dem Jahr 2013 ein Schreiben des Finanzbürgermeisters an den Wirtschaftsbürgermeister und da ist eindeutig eine klare Aufforderung: Herr Hilbert, handeln Sie, sonst ist die Gesellschaft 2014 pleite. Das ist ganz deutlich formuliert und auch wenn er ihn heute so ein bisschen in Schutz nimmt, das ist eindeutig formuliert und das kann man in den Akten nachlesen. Und noch zu dem Vorwurf, wir würden Herrn Hilbert hier nicht zu Wort kommen lassen. Herr Hilbert hat im Ältestenrat, als die Tagesordnung besprochen wurde, nichts davon verlauten lassen, dass er heute nicht da ist. Das haben wir aus der Bild-Zeitung erfahren. Vielen Dank, liebe Bild-Zeitung. Eins muss ich allerdings auch an die Kollegin, die heute nicht da ist, als Botschaft mitgeben. Die vorausprophezeite Schlammschlacht wird es von uns nicht geben. Es gibt zwar jede Menge Schlamm in den Akten, aber wir werden keine Schlacht damit schlagen, sondern wir tragen die Fakten vor. Und Sie haben am Ende diese Dinge zu bewerten. Wir werden jedenfalls eine klare Entscheidung für dieses Center heute treffen. Allerdings wollen wir die Fragen beantwortet haben. Und das ist unser gutes Recht. Und deswegen bitte ich den Finanzbürgermeister jetzt auf die Frage zu antworten und uns keinen Vortrag über Wirtschaftspolitik im Allgemeinen zu halten. Danke. So, die Rednerliste ist abgearbeitet. War gerade abgearbeitet. Ich habe Herrn Krien und Herrn Dr. Lames noch. Ich würde vorschlagen, das dann abschließen, wenn das die letzten Beiträge sind, Herr Vorjohn die offenen Fragen beantwortet und wir dann versuchen, das Abstimmungsverfahren, wir haben ja ein ablehnendes Ausschussvotum, zu sortieren. Also können wir es bei den beiden Rednern jetzt belassen, dann zunächst Herr Krien und dann Herr Dr. Lames und abschließend Kollege Vorjohn. Meine Damen und Herren, ich mache das gleich von der Seite. Ich wollte darauf eingehen, auf Herrn Dr. Lames, der behauptet, ich erzähle hier irgendwelche Legenden. Und weil ich keine Legenden erzähle, deswegen nenne ich ihn einfach meine Quelle. Ihr Wirtschaftsminister Jog, der Herr der Stoppkelle, hat nämlich noch einen zweiten Lapsus. Sein engster Wahlkampfhelfer ist ihm nämlich abhanden gekommen und zur NPD übergelaufen. Und wenn man sich mit Herrn Reinhard Otto unterhält, erfährt man manche sehr interessante Dinge über die Person Jog. Danke. Herr Dr. Lames, bitte. Herr Zweiter Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich ergreife die Gelegenheit, Ihnen einfach noch mal vorzulesen, was wir mit dieser Missbilligung beschließen, weil wir sie sehr wohl nicht als einfach Missbilligung und so weiter formuliert haben, sondern sehr bewusst auch gesagt haben, warum wir das tun. Und dann können sich alle eine Meinung bilden, ob wir das jetzt zu Recht tun oder nicht. Deshalb lese ich diesen Beschlusspunkt jetzt noch mal vor, der hier kritisiert worden ist, den wir aber hoffentlich beschließen wollen.
Der Stadtrat spricht dem Beigeordneten für Wirtschaft unter Bezugnahme auf die von ihm bisher erbrachten mangelhaften Leistungen bei dem Projekt Nanoelektronikzentrum Dresden und der damit verbundenen Verschwendung öffentlicher Finanzmittel eine Missbilligung aus. Insbesondere missbilligt der Stadtrat, dass der Auftrag der Oberbürgermeisterin vom 7. Juli 2014 Wirtschaftsprüfer mit der Konzeption der endgültigen Durchfinanzierung des Vorhabens zu beauftragen, ohne ersichtlichen Grund, trotz der Dringlichkeit, erst im Februar 2015 umgesetzt wurde. Des Weiteren wird missbilligt, dass dem Stadtrat nicht mitgeteilt worden ist, dass der dem Haushaltsbeschluss des Stadtrates vom 11.12.2014 zugrunde liegende Wirtschaftsplan der Gesellschaft in der Gesellschafterversammlung vom 1.12.2014 abgelehnt worden war. So einfach, so gut. Und ich schon die Sprache zeigt, dass es kein Wahlkampf ist, denn sonst wäre es deutlich plakativer, sondern es ist von großer Präzision, was wir hier missbilligen. Und ich denke auch zu Recht, denn zwei Dinge gehen nicht: einfach ein Dreivierteljahr auf dem Auftrag sitzen, auf dem dringenden Auftrag und ihn nicht erfüllen. Und ein zweites geht auch nicht, hier schweigend zu gucken, wie wir einen Wirtschaftsplan im Haushalt beschließen und als einziger, vielleicht als einziger im Raum, ziemlich genau zu wissen, dass dieser Wirtschaftsplan eben gar nicht mehr stimmt. Das ist eine Art des Zusammenarbeitens, das ist keine Grundlage. Und das halten wir in Punkt 4 fest. Und ich denke, das tun wir zu Recht. Und es gibt noch viel mehr Fragen, die sich hier stellen. Aber die beiden Fragen, die kann man jedenfalls mal herausarbeiten. Und das haben wir getan. Vielen Dank, Herr Schulze. Sie wollten doch noch mal. Bitte. Ja. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Sittel, vielleicht auch nochmal Herr Flemming. Wir haben ja dieses Datum 30.08.2015 für die Vorlegung dieses Sanierungskonzeptes nicht aus der Luft gegriffen. Wenn Sie sich den Quartalsbericht dann vom ersten Quartal 2015 anschauen, dann sehen Sie dort an der Stelle sehr genau, dass ab Juli diesen Jahres eine Unterdeckung für dieses Unternehmen, was die Zahlungsfähigkeit betrifft, eintritt. Was wir jetzt machen dann, sind im Prinzip in den 336.000 Euro ja letzten Endes nur, sag ich mal, dann die Bereitstellung der Mittel für die jetzt anstehenden Verpflichtungen. Das heißt, wir haben dort, sag ich mal, einen sehr, sehr hohen Handlungsdruck an dieser Stelle. Und wenn wir, sag ich mal, nicht in kürzester Zeit wissen, was, sag ich mal, mit den gesamten Häusern passieren soll, wir reden über 4 Häuser, wir dürfen auch der Presse entnehmen dann, dass Haus 5 und 7 eventuell auf der Expo Real angeboten werden soll. Also dann können wir da nicht bis Oktober oder, was Sie da noch vorgeschlagen haben, November warten. Dann sollten wir dort an dieser Stelle sehr, sehr schnell und auch sehr, sehr klar bis zum 30.08. eine Aussage über diese Fortführung dieses Unternehmens bekommen. Also vielleicht kann das Ihre Entscheidung mal noch ein bisschen überdenken an dieser Stelle dann. Also 30.08. ist nach unserer Wahrnehmung durchaus realistisch dann einzuschätzen dann oder einzuhalten auch dann durch diese beauftragten Kanzleien. Und auch dieses Datum selber dann für eine Entscheidung, dann, die ansteht, wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann Herr Kollege Vorjohn zu den noch offenen Fragen aus Sicht der Verwaltung. Ja, sehr geehrter Herr Blümel, wenn Sie mich schon fragen, dann sage ich auch 2 Sätze mehr dabei. Also, mit dem Thema Beihilfe und auch mit dem, wo Sie mich selber aus irgendwelchen Akten da jetzt zitieren, ist es so: Sie dürfen eben nicht selektiv nur aus den Akten zitieren, sondern Sie müssen den Fortgang der Geschichte in den Akten erstens nachlesen und zweitens auch der Fairness halber hier berichten. Das Thema Beihilfe spielt regelmäßig eine Rolle, wenn es darum geht, aus städtischen Geldern entweder Gesellschaften oder Fußballvereinen oder wem auch immer Steuergeld rüberzukommen zu lassen. Und natürlich gibt es da oft auch die Position, dass hier möglicherweise ein Beihilfeproblem sein kann. Das ist nämlich eine komplexe Materie und nicht jeder, der in der Verwaltung darüber
jetzt als Risiko schreibt, weiß natürlich auch im Detail dann hinterher, wie das zu bewerten ist. Wir haben das regelmäßig geprüft. Wir haben im Übrigen da ja auch relativ viel Geld teilweise dafür ausgegeben, uns und externe Hilfe für das komplexe Thema nochmal zu versichern. Und wenn hier eine Vorlage auf den Tisch kommt, dann können Sie davon ausgehen, dass das nämlich eben keine unzulässige Beihilfe ist, sonst würden wir Ihnen diese Vorlage nicht auf den Tisch legen. Also im Abwägungsprozess dessen, was hier jeweils intern an Risiken völlig legitimerweise aufgezeigt werden in diesen ganzen Geschäftsbereichsumläufen, in Abwägung der Dinge beschäftigen uns mit den Themen und es ist also hier keine Beihilfe. Das Gleiche hatten wir bis letzten Sommer schon, als wir das Thema hatten, Umwandlung des Gesellschafterdarlehens in Eigenkapital. Ja, wenn Sie die Akten studiert haben, war das ebenfalls eine Fragestellung, mit der wir uns damals ebenso auch auseinandergesetzt haben. Das Zweite, was Sie da angeführt haben, Herr Blümel, Sie schreiben, ich glaube auch meiner Erinnerung nach völlig zu Recht, dass wir natürlich in unserem internen Schriftverkehr darauf hingewiesen haben, im Jahre 2013, Ende 2013 haben Sie gesagt, Vorsicht, hier muss gehandelt werden. Wenn Sie sich vage erinnern, haben wir dann ja eine Vorlage hier auf den Tisch des Hauses gehabt, nämlich letztes Jahr, da ging es mich genau darum, ich hatte es eben schon zitiert, aus dem Gesellschafterdarlehen eine Eigenkapitalposition zu machen. Das ist die Reaktion gewesen des Kollegen Hilbert auf unseren Hinweis und insofern brauchen Sie auch durch die Zitiererei von Schreiben von mir nicht irgendwie glauben, dass Sie hier irgendwie sozusagen einen Spaltpilz in unsere Verwaltung hineinbekommen. Wir arbeiten an der Stelle durchaus Hand in Hand. Und auch der Kollege Hilbert hat auf Ihre Nachfragen ja, warum die Akten vermeintlich unvollständig sind, hat es ja Mailverkehr gegeben, Herr Blümel, hat er darauf geantwortet, man muss auch unterscheiden zwischen den Akten, die die Gesellschaft hat und den Akten, die die Gesellschafterin hat. Und hatte auch nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass vieles von dem, was Sie wissbegierig in den Akten zu finden meinten, natürlich bei der Gesellschaft auch ist. Und da haben Sie, wie ich finde, völlig zu Recht, vor einem Jahr auch gesagt, wir wollen diese Gesellschaft mit einem Aufsichtsrat versehen. Und genau dieser Aufsichtsrat sollte sich mit diesen Fragen beschäftigen und dort werden auch die Akten zu finden sein. Und es macht eigentlich wenig Sinn, hier sozusagen vor dem weltweiten Publikum diese Debatte zu führen, die im Grunde genommen eigentlich in die Gesellschaft und in dem von Ihnen gebildeten Aufsichtsrat viel mehr reingehört, als hier kurz vor dem Wahlkampf in der Öffentlichkeit. So, wir kommen damit ins Abstimmungsverfahren. Wir haben Beschlussempfehlung aus dem Finanzausschuss. Einerseits ist hier eine Stadtrat zu heben und dort eine Ablehnung. Zum Abstimmungsverfahren, Herr Schollbach, bitte. Ja, Herr Zweiter Bürgermeister, genau zum Abstimmungsverfahren. Ich bitte noch mal zur Vorbereitung der Abstimmung und um 5 Minuten Auszeit. Gut, 5 Minuten Auszeit vor der Abstimmung. Meine Damen, meine Herren, nach Abdienung von 5 Minuten Auszeit schlage ich vor, dass wir jetzt in den Abstimmungsgang eintreten. Abstimmungstechnisch haben wir aus dem ja inzwischen federführenden Finanzausschuss ja eine Ablehnung, was also heißen müssen, dass diese Ablehnung als weitestgehende, wir müssen zunächst die Ablehnung des Finanzausschusses ablehnen, kommen damit wieder zur Ursprungsvorlage und sind dann bei den Ergänzungen. Bei den Ergänzungen gibt es einerseits die Punkte 4 bis 8 aus dem ursprünglichen Ergänzungsantrag und dann bisher ein Punkt 9, der noch eingebracht worden ist und es war noch ein Punkt in dem Punkt 7 hinsichtlich des Datums, wo es nochmal Fragen gab, dieses Datum zu verändern. Und Herr Engemeyer wollte zum Ergebnis der Auszeit, um das ein wenig miteinander zu harmonisieren, abstimmungstechnisch eine Information geben. Bitte.
Genau, den Punkt von mir hinzu beantragten Punkt 9, den würde ich zurückziehen und ich bitte die Verwaltung intern nochmal zu prüfen, ob, ob das zulässig ist, ob es beihilferechtliche Probleme gibt und dem Finanzausschuss das einfach zuzuarbeiten, da vielleicht eine Notifikation größere Probleme aufwirft, auch für die Gesellschaft als so eine interne Prüfung. Zu dem Datum in Punkt 7, da würden wir nach nochmaliger Konsultation bei dem Datum bleiben wollen. Insbesondere mit den Aufsichtsratsmitgliedern. Die Frage, wie die Piraten abstimmen, wir werden das mittragen. Gut, dann würden wir in die Abstimmung eintreten und zunächst müssten wir, um weiter darüber abstimmen zu können, jetzt die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften aufrufen und notwendigerweise ablehnen. Wenn Sie dem Ausschussbericht Finanzen und Liegenschaften zustimmen, bitte ich Sie ums Handzeichen. Das ist niemand. Wer ist dagegen? Das ist mit breiter Mehrheit abgelehnt. Enthaltung? Damit haben wir jetzt eine Ursprungsvorlage aus 3 Punkten und einen Ergänzungsantrag, der aus den Punkten 4 bis 8 resultiert. Es war zwischendurch das Thema punktweise Abstimmung angesprochen worden. Nach meiner Einschätzung bezieht es sich ja hauptsächlich um den Punkt 4. Insofern wäre die Frage, kann man den Punkt 4 und dann 5 und 8 wieder im Block oder alle einzeln? Ab 4 alle einzeln. Gut, dann würden wir das entsprechend machen. Und ich würde im Ergänzungsantrag den Punkt 4 aufrufen und Sie um das Handzeichen bitten, wenn Sie dem Punkt 4 Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? (36) Ja, 30 Nein, 2 Enthaltungen. Dann würde ich den Punkt 5 des Ergänzungsantrages aufrufen und bitte um Handzeichen, wenn Sie ihm zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? (60) Ja, keine Nein, 6 Enthaltungen. Dann darf ich Sie um Ihr Handzeichen für den Punkt 6 des Ergänzungsantrages bitten. Gegenstimmen? Enthaltungen? 60 Ja, keine Nein, 6 Enthaltungen. Und ich komme zum Punkt 7 des Ergänzungsantrags und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? 40 Ja, keine Nein-Stimmen, 24 Enthaltungen. Und schließlich zum Punkt 8 des Ergänzungsantrags bitte ich Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? 61 Ja, keine Nein, 6 Enthaltungen.
Und ich komme dann mit zur Schlussabstimmung des so ergänzten Vorlage und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Ja. 61 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen. Vielen Dank. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 23 absolviert. Ohne dass der Wal gestorben ist, wir also allen Tierschützern Genüge getan haben.